ist entstanden die letzten 2-3 Jahre, weil ich oft meine zwei Lieblingsbars waren im Please Don't Tell in New York und im Book and Break in Berlin. Das waren ursprünglich, also in der Prohibitionszeit damals, geheime Lokale. Das wurde dann quasi per Mundpropaganda weiter kommuniziert. Wir haben ja jetzt im April aufgemacht, zu meinem 40. Geburtstag. Wichtig war für uns einfach, dass er eine Gemütlichkeit ausstrahlt. Und ich sehe das ja eher auch als meinen persönlichen Salon hier an, als mein Zuhause. Speziell ist eigentlich, dass wir uns auf weniges konzentriert haben, und zwar klassische Cocktails, Champagner und die Brände, die wir führen, von der Stehlemühle. Typischer Gast ist schwierig. Also legt halt Wert auf Qualität. Das ist ganz, ganz vorrangig. Und vielleicht auch auf die Ruhe, die wir ja ausstrahlen. Das ist keine Remi-Demi-Bar und das ist es ihnen einfach auch wert, dann tatsächlich 1-2 Euro mehr vielleicht für einen Drink zu zahlen. Hat den Hintergrund, dass wir einfach nicht ein breites Spektrum an Leute ansprechen möchten, sondern tatsächlich Leute, die informiert sind oder über Empfehlungen halt zu uns kommen. Wenn du es nicht kennst oder keine Info hast darüber, dann läufst du vorbei, weil es ist ja auch kein Schild draußen oder sonstiger Hinweis, dass hier eine Bar sein könnte. Nachdem jemand geklingelt hat, geht man eben zum Eingang, begrüßt sie. Dann steht man eigentlich frontal vor der Bar. Zur Rechten ist dann eben ein größerer Raum, der mit Bistro-Bestuhlung steht, der auch sehr geeignet ist eben für Essen. Wenn man die Bar entlang geht zum niedrigeren Raum, hat man dann zwei weitere Sitzmöglichkeiten. Einmal ein kleines Separé und zur Linken dann auch so eine Art Salon-Seating für 10 Personen. Auch eine Besonderheit vielleicht ist, dass wir Only-Seating machen. Wir wollen halt nur Sitzplätze anbieten. Und das ist schon auch irgendwo Luxus auch. Ja. Das Gino-Abo ist eine Schnapsidee. Ja. Also, das ist ein handgemachter Silberbecher, den dann der Gast individualisiert bekommt, weil sein Name drauf ist. Und dafür kann er dann ein Jahr lang unsere Gin-Rings genießen. Das kostet dann eine Jahresabo-Gebühr von 10.000. Einen haben wir schon verkauft. Ganz besondere an der Einrichtung ist eigentlich auf jeden Fall dieser Barkörper. Meines Wissens gibt es den Barkörper in der Form auch nur zweimal in Deutschland. Es gibt keine Backbar, also keine Flaschenansammlung. Dann gibt es halt nirgendwo visuell irgendeine Marke zu sehen. Ja, ich habe versucht, sehr klassische Drinks tatsächlich mit aufzunehmen. Vielleicht so ein paar Sachen, die man auch nicht wirklich kennt. So bis 1920, 1925 ungefähr die Originalrezepte aus diversen Büchern zusammen rausgeschrieben. Und habe damit versucht, den Leuten auch neue klassische Drinks im Prinzip aufzuzeigen. Das sind sogenannte Barrel-Aged Cocktails. Heißt, wir haben uns klassische Drinks ausgesucht, die bereits fertig zubereitet und werden dann in kleine Eichenholzfässer noch gepackt. Die brauchen eine gewisse Reifezeit, dass die zwei Komponenten eben schön zueinander finden. Das heißt, deswegen spricht man eigentlich von einer Vermählung. Also wir merken auch, wenn zum Beispiel die Bar als erstes besetzt ist, dass sich eigentlich fast jeder mit jedem unterhält, weil es eben wie ein großer Social Table, sage ich jetzt einfach mal, wirkt. Also die Leute haben auch nicht, glaube ich, das Gefühl, tatsächlich in der richtige Bar drin zu stehen, sondern das ist einfach, ja, als ob man jemanden besuchen würde und der macht halt Drinks für einen. Also es ist schon sehr familiär tatsächlich. Ja. Ich war schon ein paar Mal hier und es ist wirklich super schön. Es ist eine total schöne Atmosphäre. Die Cocktails schmecken fantastisch. Spannend, dass man klingeln muss und dass einem dann jemand die Tür öffnet und man sich dann gleich so besonders vorkommt. Sitzplätze haben wir 50, der Durchschnittsbau beträgt 25. 3 Feste und 4 Aushilfen. Die Investitionen waren ca. 250.000. Und damit könnt ihr was anfangen. Ja, von mir. Und ich gebe mich dem Volldelb drüber.